Wenn du wissen möchtest, welche 11 Signature-Düfte zu den Charakteren von Fantastische Tierwesen Dumbledores Geheimnis passen, dann bleib unbedingt bis zum Schluss von dem Video dran. Warum machen wir das Ganze? Im Kino hat man ja verschiedene Erlebnisse. Man hat links, rechts, oben, unten, überall hat man Boxen. Man hat Sitze, die sich die ganze Zeit bewegen. Aber was ist denn mit dem Dufterlebnis? Das finde ich fehlt komplett im Kino. Und deshalb machen wir für dich das Video, damit du dir einfach, wenn du den Film siehst oder auch mal andere Filme siehst, dir auch vorstellen kannst, hey, wie riecht denn der Charakter von diesem Film? Deshalb starten wir direkt mit dem ersten Charakter, und zwar der Dumbledore. Ist ja mehr so ein spontaner Typ, der sehr durchdacht ist, sehr undurchsichtig, aber auch sehr herzlich ist. Und da finden wir, passt der Aqua di Parma Greater Eau de Parfum. Und zwar ist es ja so ein schöner, prickelnder Duft, der ja leicht holzig ist, etwas würzig, der sehr erwachsen ist. Der ist zwar ein bisschen außergewöhnlich, aber sehr gefällig. Kommen wir als nächstes zu der dominanten Tina, die ja eine absolute Karrierefrau in ihrem Gebiet ist und die sehr rechtschaffen und rechtsbewusst ist und natürlich auch so total ihr eigenes Ding macht und das Trade durchzieht. Hier haben wir uns überlegt, passt auf jeden Fall gut von Montal das Café Intense Ristretto, weil das einfach auch so ein richtig, richtig geradliniger Duft ist, der wirklich immer sich selber treu bleibt und gleich bleibt in der ganzen Entwicklung, die er vollzieht, und das passt auf jeden Fall richtig gut zur Tina. Nächster Charakter, den wir euch rausgesucht haben, ist der Yusuf. Das ist ja ein sehr aufopferungsvoller, mutiger und geheimnisvoller Charakter. Hier finden wir, passt der Diesel Bad Intense. Das ist einfach schön holzig, würzig, sehr. Man ist sehr selbstbewusst mit dem Duft. Da ist auch so eine richtig gute Tabaknote mit dabei und man traut sich einfach mit dem Duft mehr zu, als man überhaupt denkt. Deshalb perfekter Duft für den Yusuf. Kommen wir nun zu der etwas auffälligen, quietschigen, etwas durchgedreht verrückten Queenie, die wir ja alle so schätzen und lieben mit ihrer liebevollen, liebenswürdigen Art und Weise, die auch sehr auf ihr Äußeres achtet und auch unbedingt damit auffällt, auf jeden Fall mit ihren coolen Outfits. Und sie ist eine sehr, sehr vertrauensvolle Person. Also so viel können wir schon mal sagen. Hier haben wir uns auf jeden Fall für das La Belle Le Parfum von Jean-Paul Gaultier entschieden, weil es einfach ein sehr, sehr süßer, fruchtiger Duft ist, der auch sehr, sehr auffällig ist, sehr langanhaltend da ist. Also wenn die Dame mal weggehen wird, dann wird sie wahrscheinlich dieses tragen. Er ist sehr lieblich und sie wird damit auf jeden Fall auch wahrgenommen. Also es ist auf jeden Fall ein Duft, der schreit, hier, guck mich an, ne? Beachte mich. Nächsten Charakter, den wir rausgesucht haben, ist der Credence. Der ist sehr geheimnisvoll, sehr temperamentvoll, aber auch sehr nachdenklich. Deshalb haben wir für ihn den Lalique Encre Noir rausgesucht. Das ist ein sehr holziger, ein sehr krautiger, ein sehr erdiger Duft und aber auch ein sehr tiefer, waldverbundener Duft, wo auch ja, für nachdenkliche Personen, finde ich, der Duft sehr gut geeignet ist. Also wenn ich den Credence sehe, denke ich einfach an den Lalique Encre Noir. Ja, ein leider nicht so oft gesehener Charakter ist unsere liebe Bunty. Also ich stehe auf die total. Die ist total süß und schüchtern und so zurückhaltend und wirklich so eine total treue Seele. Und hier haben wir uns auf jeden Fall ganz klar für das Gucci Flora Georgius Gardenia entschieden. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr blumiger und leichter Duft, der gar nicht so auffällig ist, aber man nimmt die trotzdem immer wieder wahr. Also es ist auch ein sehr zurückhaltender Duft, der wirklich gut zu ihrem Charakter auch einfach passt. Und der strahlt auch eine Menge Harmonie und Freundlichkeit aus, was auch wirklich die Bunty aus macht von ihrem sanften Wesen her. Weiter machen wir mit dem Charakter Jacob. Das ist ja ein Charakter, der setzt sich für andere ein. Der hat wirklich ein sehr, sehr großes Herz. Der ist sehr treu, ist sehr witzig, mutig. Deshalb finden wir, passt zu ihm der Muggler Man, weil das ist ein sehr süß, gemandiger Duft. Ja. Und er ist etwas schwer, aber man fühlt sich dadurch auch sehr mutig und er ist auch sehr auffällig, was er ja auch durchaus ist. Mhm. Gerade in dem neuen Film, da, also müsst ihr gesehen haben. Ja. Wie er da die Aufmerksamkeit auf sich zieht, und er ist sehr geschmackvoll, unterstützt aber auch das Selbstbewusstsein, was für ihn natürlich auch sehr wichtig ist. Wir versuchen nicht zu spoilern. Als neuen Charakter lernt ihr ja dann auch die Lalie kennen, und ja, das ist eine richtig, richtig coole Person. Die ist nämlich sehr, sehr intelligent und auf jeden Fall auch sehr überzeugend und aufmerksam und auch natürlich sehr, sehr hilfsbereit und selbstbewusst. Und hier haben wir als passenden Signature-Duft von Atkinsons das Who Saves the Queen.
was ja wirklich eine Bombenausstrahlung hat. Also ehrlich, wenn ihr die Person mal kennenlernt in einem Film, da denkt ihr, okay, das ist krass, das passt auf jeden Fall. Weil es ist auf jeden Fall auch ein Duft, der sehr, sehr präsent im Raum ist, sehr orientalisch, sehr süß und es strahlt eine Menge, Menge Selbstbewusstsein aus, dieser Duft, aber man fühlt sich trotzdem richtig wohl damit. Weiter geht's mit dem Charakter Grindelwald. Das ist ja mehr so der Dark-Typ, Bad Boy, er ist sehr zielstrebig, sehr dominant und hat aber auch eine gewisse Tiefe. Mhm. Für ihn haben wir den Duft, den Valentino Umo Intense, rausgesucht. Gerade durch unseren Review, was wir zu diesem Duft gemacht haben, haben wir festgestellt, dass dieser Duft einfach 1:1 für diesen Charakter passt. Da haben wir ja auch gesagt, dass es mehr so für Dark-Typen ist. Ja. Für Bad Boys und dass der halt eine gewisse Tiefe hat. Der ist halt sehr süß, sehr putrig, leicht holzig und der kann auch Zähne zeigen, wenn er das möchte, dieser Duft. Obwohl er so zwar gefällig ist, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Als nächstes folgt der typische große Bruder Theseus, der hier verkörpert wird. Und hier haben wir auf jeden Fall eine Type, der absolut harmonisch, familienbedacht ist, sehr, sehr auf Beschützerinstinkt geht, ja, seinem Newt gegenüber, seinem kleinen Bruder. Also man merkt auf jeden Fall, die Familie ist ihm wirklich sehr, sehr wichtig und er ist auch ein sehr, sehr rechtschaffender Mensch. Also wirklich, das finde ich, merkt man jetzt auch nochmal in dem neuen Film definitiv. Ja, und wie kann es anders sein? Zu so einer harmonischen Type passt auf jeden Fall das Bradalom. Hier haben wir auch einen sehr, sehr sauberen Duft, der wirklich sehr clean ist und eine Reinigkeit ausstrahlt. Und ja, wir finden einfach, dass Theseus ja auch immer seine Beziehung zu seinem Bruder so ein bisschen gerne vertiefen möchte und auf Harmonie bedacht ist und von daher passt da dieser Harmonieduft von Bradalom perfekt. Weiter geht's mit dem Newt. Das ist ja so ein eher schüchterner Typ, der ist so der Speedy Boy, der ist sehr einfühlsam, sehr bedacht, aber auch sehr ehrlich. Für ihn haben wir das Parfüm rausgesucht von Commodity Fragrance, das Gold Personal. Das ist ja so ein frischer, süßer, also leicht süß, etwas holziger Duft, der nicht aufdringlich ist und sehr naturbelassen, ist recht körpernah, aber auch sehr anschmiegsam. Deswegen wirklich perfekter Duft für den Newt, der Commodity Fragrance Gold Personal. Was denkst du, welches Parfüm passt zu den Charakteren von den neuen Fantastische Tierwesen Filmen? Schreib es mal unbedingt in die Kommentare. Auch gerne, welches dein Lieblingscharakter ist. Und wenn du auf der Suche bist nach noch richtig sexy Düften, dann schau unbedingt in dieses Video rein. Bis gleich!